hat er mich gehört. Ich kann ihn halt überhaupt nicht orten. Siehst du die Mauer, wo er an mir vorbeigelaufen ist? Ja, das war direkt die, die Dingensmauer. Die Mauer vom Erdboden. Ja, ja, klar, die ist nur alle paar Sekunden offen und ich habe Angst, dass er hier gleich raussneakt, weil ich stehe auf der anderen Seite der Mauer. Ich kann hinschießen, wenn du magst. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Aufmerksamkeit, das ist vielleicht was. Aber das müsste genau neben dir sein, das, also wo ich ihn gesehen habe. Ja, ja, nur wo ist er hingerannt? Ich sehe nur den Punkt und... Nicht, dass er dich jetzt irgendwie durch ein anderes Loch versucht, von hinten zu kommen. Eben. Das vermute ich. Ich positioniere mich mal dahin. Okay. Ich habe ihn gesehen gehabt, aber er ist weggerannt. Wow. Dass ich ihn nicht getroffen habe, ist echt traurig. Der ist gelaggt. Er ist wirklich... Der hätte mich... Ich nicht gelaufen... Ah, hahaha. Du hast ihn getötet, ja? Nice, Amy. Ja. Der, schön. Max, als du gesagt hast, nicht, dass er dich von hinten holt, habe ich gesagt, ah, scheiß drauf, ich gehe. Wäre ich nicht gegangen, hätte er mich 10 Sekunden später von hinten geholt. Trollolo. Eieieiei. Ich habe keine Ahnung, wo ich ihn getötet habe. Ich habe einfach eine Nade geworfen. In Im Richtung. Dunkeln. Antipersonell ins Nichts geschmissen. Ah ja, hier liegt sein Kram, ja. Was hat er für eine Wachstum? Wenn das Auto läuft nie, das sollte man mal ausschalten. Links neben dem Hangar, glaube ich, irgendwas. Ich geh mal hin, Sascha, ne? Ja, keine. Sascha kriegt mir hier oben auf die Leitern geschützt? Ganz oben. Ja? Essen. Also seitdem du da runtergeklickt bist, fasse ich das nicht an. Das ist mir gerade noch nicht wert. Der hat eine L115A2LRR. Mit 6 Max. Ich meine? Nein. Deine, aber wenn jemand die holen will, die ist glaube ich gut. Die hat nur keinen Night Vision. Ich hätte gern generell, hat jemand einen Night Vision über, was er nicht braucht? Alter, der hatte kein Night Vision, der ist hier im Dunkeln gerannt. Ich hatte voll die Vorteile. Ja, wenn ich nur den Hangar hier bewache, dann brauche ich meins nicht. Kann ich dir meins geben. Ja, weil du hast ja an deiner Waffe Night Vision, ne? Ja. Meine ich. Ich leg das hier in die Web. Ja, ich glaube, wenn ich hier alles mal sortiert habe, jetzt wo wieder ein bisschen Ruhe ist, dann finde ich bestimmt auch genug Night Vision. Aber, kurze Frage, wollen wir den Sniper hier liegen lassen, dass er sich die gleich wiederholt, oder wollen wir die einkassieren? Ich habe nichts zum Reinigen. Die Munition. Ich kann sie holen, warte mal. Ja, die Muni kann ich mitnehmen, aber nicht alle. Es sind sogar 9 Magazine. Okay. Kannst du ja irgendwo hindroppen, einfach auf den Boden. Findet ihr eh nie. Warte, ich fahr jetzt hin mit dem, mit dem Ural. Im Droppen kann ich die einfach ins Nichts. Ich kann auch die Waffe einfach irgendwo droppen im Wald. Ja, mach das. Droppt die einfach irgendwo. Wollen wir die oder wollen wir die nicht? Die Sniper, nee. Haben wir genug? Bin ich so auf dem Weg? Ich fahre jetzt, hab ich doch gesagt. Okay. Ja, es ist halt gefährlich. Ich könnte sie einfach hier trashen und gut. Die Waffenkiste befindet sich jetzt auch intern. Alter, aber die erste Granate, die ich geworfen habe, habe ich gegen eine Tanne geworfen. Dann lag die 2 Meter vor meinen Füßen. Dann musste ich rennen. Hol das MG jetzt hier raus. Pass auf. Nicht bewegen gerade. Okay. Du schaust in meine Richtung, oder?
du erst eben meine Waffe rein und dann tausche ich wieder. Okay? Ja. Oder hast du keine, dann nimm die. Achtung, ich schieß mal sieben Kugeln. Für meine extra abgibt vorhin. Der liegt hier im Gestrüpp, der ist kaum sichtbar, da liegt der. Wir haben. Deswegen hat er auch nur auf den Hangar gesnippt, der ist ja echt im Dunkeln getapst. Oder ist das gar nicht so dunkel? Das ist schweinedunkel. Ich sag mal, ich sehe ganz gut mit den Gamma-Einstellungen. Okay. Schön ist es ja, nicht, aber ich sehe ganz gut. Ich versuche gerade auch wieder zurückzukommen. Ich suche gerade das ATV. ATV? Ja, kannst du mal gucken, ob es noch da ist. Da ist der Ural. Da ist der Schöne Auto. Billy. Bitte? Das ist Billy, das Auto. Also weg sollte es nicht sein, weil es hat ja kein Benzin, höchstens hat es jemand betankt. Hier hinten ist noch eine M4A1 und eine M4A3 Akkog GL und Stanag ohne Ende. In einem Ural. Dann ist hier noch ein. Das mistige ITV. Beweg mal kurz unser Escape-Fahrzeug. Oh, ich werd beschossen. Ich bin tot. Da ja, er ist wieder da. Wie schnell? Mr. Teleporter. Das heißt, er hat jetzt Emi-Sniper, die N111, oder? NV111. Hat einen guten Spawn. Alter, aber selbst wenn er in der Stadt nebenan spawnt, das war... Richtig viel Sinn. Da ist er übrigens und lootet mich jetzt... Max? Ja. Loote nicht jetzt! Max könnte ihn aimen. Ist bei der Wassertonne, die ihr bei euch. Ich bin. Oh, ich hasse dieses Gerücht. Also das ist da oben vielleicht noch ein Kottchen. Im G hätte ich vielleicht eins tiefer gestellt, oder? Kümmert euch da erstmal darum, dass ihr ihn nicht kriegt. Und wie mit G's. Wollen wir mal hingeschossen, um aufzuscheuchen. Ich sehe ihn laufen. Wo bist du? Bist du auch drinne? Lynn, wo bist du eigentlich? Wir sind quasi hinter ihm, Karel, ne? Ich weiß das, aber 2000 Meter. Bist du hier gespawnt gerade? Ja, bei dir. Wenn du eine Waffe hast, holen wir uns den von hinten. Night Vision wäre natürlich das Beste, ich sehe nichts. Ich hab Night Vision. Geh einfach hinterher rennen. Der sieht uns zwar jetzt auch, aber... Ich lauf dann halt ein bisschen aggressiver, aber irgendeiner Karre oder so ein Mist wäre noch gut. Mal dran. Potenziell befindet sich jetzt noch niemand in Gefahr, ne? Was haltet ihr denn generell von der Idee, dass wir die Sniper nach vorne ziehen in den Turm rein, sodass wir auf den Turm gucken und die auf uns gucken? Türme sind scheiße. Ne, wir können sie ja zubauen und ihr könnt... Ja, nicht wenn oben Sandsäcke sind und du die Seite, nach der du gucken möchtest, aussuchen kannst. Sehe ich nicht. Ich hab beschossen? Wow. Oder was du das magst? Ne, hab ich gesehen. War ich. Okay. Wo bist denn du, Emi? Ich hab dich eben noch auf der Map gesehen. Jupp, ich auch. Damit bin ich mal so. Schon in Richtung, ich bin schon laufen. Ich lauf schon in Richtung von Asiman, bin 1400 Meter.
Achso, das wollte ich mitnehmen, okay. Aber der hat irgendeine super Waffe direkt gehabt wieder, ey. Und dein ATV habe ich nicht gefunden. Ja, es kann auch sein, dass einfach explodiert ist. Ja, da ist vorhin was explodiert, das kann gut sein. Hat das Nachtsicht, Billy? Nee. Okay. Ich sehe fast nichts da hinten. Wenn ich hier quer laufe, holst du mich dann ab? Sehe ihn nicht mehr. Der Motorrad gefunden. Das Motorrad wäre mehr wert, wenn es funktioniert. Ich höre ein Auto. Ja. Kette. Was drin oder? Keine Ahnung, ich hab nicht geguckt. Okay. Nö. Ich sehe relativ schlecht, also verzeih mir, was ja, ich hier gegenüber. Ich sehe gar nichts. Frage ist, ob das Sinn macht, ihn im Wald zu battlen ohne Night Vision. Ich hab Night Vision. Du kannst ja woanders hinfahren, dann ich steig da aus. Okay, dann kannst du da aussteigen, ich gehe in eine Base. Der ist noch 1000 Meter, ich steig so bei 700 aus. Natürlich auch machen können, wir zergen ihn. Max bleibt hier. Und ich fahre mit Billy mit dem gepanzerten Fahrzeug auf ihn zu. Und versuche ihn zu überfahren. Er ist hier im Wald irgendwo. Wow. Das war knapp mit dem Stein. 1 Millimeter von uns. Ich weiß nicht, von welchem Stein du redest. Kein gesehen. Wo ist denn der Wald eigentlich, wo ich hin will? Weiter links. Ne, geradeaus, fährst genau auf zu jetzt. Ja, ja, das ist ja Wiese. Großartig. Hier ist kein. Nichts zu verstecken gerade. Hier brauchst du an, hier wird er nicht auf dich schießen. Okay. Außerdem geht das bergab. Ich gehe dann jetzt hier raus. Okay. Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Okay, es hat ein bisschen gedauert. Ich werde stumpf die Straße fahren, dann werde ich ja sehen, ob er auf mich schießt. Du bist auf dem Motorrad? Ja. Okay, ich habe ihn eben markiert, ne? Du fährst quasi drauf zu. Ist er noch immer da? Da war er zuletzt, da ist er mit Sicherheit nicht, der läuft wie ein Hase. Okay. Okay, ich glaube, es ist kaputt. Das hat aber lange gedauert. Ja, bei mir ist alles schwarz, ich fahre über eine schwarze Wiese. Okay, aus. Ich bin dann noch ein bisschen bei dir, Karel. Ja, ich merke es schon. Unglaublich, so dunkel war das bei mir noch nie in diesem Game. Es ist black. Jetzt ist es heller, keine Sorge. In 5, 4, 3, gut, 2. Ich muss nur an diesen Ural ran, nur da sind dicke Waffen drin. Und dann kriege ich da die Packung, und zwar gerusht. Guck mal, ob deine Leiche vielleicht noch liegt, weil... Ja, hat er definitiv gelootet. Hab da blöd hingeschossen. Danach ist der weggerannt. Kann sein, dass er nicht dazu gekommen ist. Okay. Aber die finde ich nicht. Wenn es so dunkel ist, vielleicht dauert es noch einen Moment bei mir. Ich weiß gar nicht, wo ich gestorben bin, ehrlich gesagt. Ich glaube, da irgendwo, aber ich finde die Leiche niemals. Ich weiß es nicht. Du die ansatzweise markieren kannst. Keine Ahnung, nee. Doch, vielleicht. Ich glaube, ich bin